Hallo, ich bin der Roland und bin heute im Skigebiet Wilder Kaiser Brixental unterwegs. Heute sind wir im westlichen Teil des Skigebietes unterwegs. Wir sind gestartet in Itter und sind mit der Salvisterbahn Itter zur Kleinen Salve. In meinem letzten Video über das Skigebiet Wilder Kaiser Brixental sind wir in Elmau gestartet und sind bis zur Hohen Salve gefahren. Meine Informationen über dieses Skigebiet im letzten Video möchte ich heute nur noch einmal kurz zusammenfassen. Man hat hier die Möglichkeit, über 288 perfekt präparierte Pistenkilometer, 90 moderne Bahnen und 80-urige familiengeführte Hütten mit Sonnenterrassen zu nutzen. Es gibt hier Panoramaausblicke auf über 70 3000er Berge. Und die Claudia ist natürlich auch wieder dabei. Als erstes fahren wir die Piste Richtung Hopfgarten bis zur Talstation der Salvenbahn 2. Die Salvenbahn 2 bringt uns auf die Hohe Salve. Über die rote Piste 40 und die schwarze Piste 42a fahren wir zur Hexensechser Abfahrt und fahren diese bis zur Talstation der gleichnamigen Sesselbahn. Am Ende der roten Piste 43 steigt man in die Gondelbahn Hohe Salve. Hier testen wir die schwarze Piste 2C, die dann weiter als rote Piste 2 nach Hochbrixen führt. Mit Anstehen beim Schlepplift geht es zur Talstation der Zinsbergbahn. Vorbei an der schönen Aualm geht es zur Talstation der Aualmbahn. Unser Einkehrschwung führt uns zum Bergrestaurant Jochstuben. Gute Stimmung und gutes Essen machen den Besuch zu einem angenehmen Aufenthalt. Thank you.
Mit der Muldenbahn geht es wieder auf den Zinsberg. Wir genießen auf der roten Piste 6 die Talabfahrt Richtung Brixen. An den Südhängen nimmt temperaturbedingt naturgemäß die Pistenqualität ab. Kurz vor der Talstation der Jochbahn kommt man an sehr schön in der Sonne gelegenen Skihütten vorbei. Die Jochbahn bringt uns wieder auf den Zinsberg. Über die sehr gut zu befahrende blaue Piste 2a gelangen wir wieder nach Hochbrixen. Auf der blauen Piste 2a passieren wir den Berggasthof Brandelalm und das Alpen-Iglo Dorf. Die Kälbersalvenbahn befördert uns wieder zum Fuße der Hohen Salve. Auf der blauen Piste 25 und der roten Piste 24 fährt man wieder zur Salvenbahn 2, die uns wieder auf die Hohe Salve bringt. Um von der Hohen Salve wieder zum Parkplatz und zur Talstation nach Itter zu gelangen, fährt man einfach die rote Piste 30. Die Strecke von der Hohen Salve bis wieder zur Talstation in Itter ist über 6,5 Kilometer lang. Es macht immer wieder Spaß, in diesem vielfältigen und abwechslungsreichen Skigebiet schöne Skitage zu verbringen. Hier findet ihr auch den Link zu meinem Video von Elmau zur Hohen Salve. Wenn ihr weiterhin unsere Aktivitäten in schönen Landschaften sehen wollt,
dann abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch viel Spaß in der Natur. Bis bald und Ski heil!